Hey Leute, in diesem Hunter Bros. Gear möchte ich euch unsere Dentler-Montage vorstellen. Viele von euch wissen bereits, dass wir seit Jahren die Dentler-Montage benutzen. Das hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten ist, dass in unseren Augen die Dentler-Montage die wohl robusteste Montage auf dem Markt ist. Unsere Gewehre machen richtig einen Streifen mit, die fliegen im Pickup hinten drin rum, die fallen auch mal um und ja, was in den Videos abgeht, seht ihr ja selber. Deshalb ist es für uns unheimlich wichtig, dass die Montage richtig gut funktioniert und extrem robust ist. In diesem Video möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich aus einer Dentler-Montage, einem Z8i mit Schiene wohlgemerkt und einer Waffe, einer neue SM12, ja, ein funktionierendes Gewehr baue oder zusammenbaue. Also quasi Gewehr, Ziefernrohr und Montage alles miteinander verbinde. Das ist nämlich mit der Dentler-Montage kinderleicht. Und dafür geben wir unsere Waffen tatsächlich nicht mehr zum Büchsenmacher. Die Dentler-Montagen werden in solchen weißen Boxen geliefert, und zwar in zwei. In einer ist die Grundschiene, die man quasi auf das Gewehr schraubt. So. Und in der anderen Box ist das Oberteil, welches wir quasi an das Glas bauen. Dann, wenn die beiden miteinander verbunden sind, können wir quasi das Ziefernrohr und das Gewehr nur noch per Draufsetzen miteinander verbinden. Zunächst will ich die Grundschiene auf die Waffe bauen. Dafür lege ich dann erst einmal das Oberteil und das Ziefernrohr beiseite. Nehme die Waffe, entnehme erstmal das System. Sicherheit geht vor. Auch das Magazin, das war sowieso, war noch nie geladen. Jetzt ist es so, die Dentler-Montage kriegt man für so ziemlich jede handelsübliche Waffe gekauft. Bei uns ist das auf der Steyr SM12 ganz einfach. Das ist bei eigentlich allen Waffen so. Es ist oben auf dem System sind die Gewinde, mit der wir die Montage festschrauben können. In diesem Gewinde bei der Steyr, die jetzt fabrikneu ist übrigens, sind Nabenschrauben eingeschraubt, um die Gewinde zu schützen. Zunächst entnehme ich deshalb die Montageschrauben. Madenschrauben heißen sie, nicht Montageschrauben. Entschuldigung. Dafür habe ich mir ein kleines Schnapsglas parat gestellt. Da kommen die rein, damit die gleich nicht weg sind. Wie ihr sehen könnt, bei der SM12 sind drei Schrauben vorne und hinten. Auch bei der Dentler-Montage sind drei passende Löcher dafür. Ich werde allerdings nur das jeweils vordere und hintere Loch verschrauben, sodass ich die Madenschraube in der Mitte einfach drin lasse. Zack. Bevor ich jetzt anfange, die Montageschiene mit Kleber auf die Waffe drauf zu kleben, gucke ich erst einmal, ob alle Schrauben passen und so weiter. Das funktioniert eigentlich, da hatte ich noch nie irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht gepasst hat. Aber ja, bevor ich mit Kleber rumklare, mache ich das einfach. Eine Schraube rein und wieder rausdrehen tut auf jeden Fall nicht weh. Die kleinen Schräubchen werden auf jeden Fall bei der Montage mitgeliefert. Die nehme ich mir jetzt mit einem 10er Torx kann ich die verschrauben. Aufsetzen, Loch treffen und drehen. Ihr seht, das ist kinderleicht. Gut, also die Schrauben passen alle, das hatte ich auch genauso erwartet, das ist nämlich eigentlich immer so. Aber wie gesagt, ich probiere es halt immer einmal aus, bevor ich mit dem Kleber anfange. In diesem Fall funktioniert alles tadellos, das heißt, ich schraube jetzt die Schrauben wieder raus und möchte dann die Grundschiene auf dem System der Waffe festkleben. Mit Uhu 2 Komponentenkleber, endfest, ganz wichtig.
tatsächlich ist es nicht unbedingt erforderlich, dass die Montage geklebt wird. Die meisten Büchsenmacher kleben die Montagen, das ist auch eigentlich richtig so, denn es ist so, man weiß ja nicht, was man mit der Waffe mal vorhat. Wird die mal unter Extrembelastung irgendwo geführt? Vielleicht auch, wenn man ein Vorsatzgerät ans Zielfernrohr baut, dann ist ja die Belastung der Montage aufgrund der Hebelwirkung und des höheren Gewichtes, dass das Zielfernrohr dann auf die Montage aufbringt, einfach eine ganz andere. Und deshalb ist es eigentlich empfehlenswert zu kleben, wenn man die Waffe dauerhaft nicht mehr verändern möchte. Aber wie gesagt, tatsächlich reicht es einfach nur, die Schrauben anzuziehen. Gut, jetzt habe ich die Montageschiene wieder abgenommen und kann meinen Zwei-Komponenten-Kleber anrühren. Dafür nehme ich einfach so einen alten Glasdeckel hier. Da gibt das dann einen schönen Schlörz drauf. Sollte reichen. Zack. Und dann nehme ich ein Ohrstäbchen und verrühre das Ganze erst einmal. Gut, damit ist der Kleber angerührt. Jetzt wird es empfohlen, die Klebeflächen auf der Schiene und die Klebeflächen auf der Waffe mit Schleifpapier, ich glaube Körnung 120, wenn ich mich richtig erinnere, anzurauen. Ich muss es sagen, es tut mir ein bisschen weh, bei einer fabrikneuen Waffe mit Schleifpapier an der Brünierung rumzukratzen. Deshalb mache ich das nur ein ganz, ganz kleines bisschen und auf der Montageschiene dafür ein bisschen mehr. Und wenn das gemacht ist, dann wird das Ganze noch entfettet mit Aceton. Das mache ich allerdings nicht hier im Zimmer, denn, naja, Aceton im Zimmer, das muss nicht sein. Das mache ich in der Werkstatt. Ganz kleines bisschen nur anrauen hier. Und das gleiche auf der Montageschiene. So, und mit einem weißen Poliertuch sieht man dann gleich sehr deutlich, dass man dort was gemacht hat. Das ist ganz eindeutig zu sehen, da ist was passiert. Und in meinen Augen reicht das aus. Gleiche noch auf der Grundschiene. So, jetzt nehme ich mir das Gewehr und die Grundschiene und gehe damit einmal kurz in die Werkstatt und putze das Ganze einmal mit Aceton sauber. Ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wie das aussieht. Ich nehme Aceton, einen Lappen, einmal rüber, fertig. Das filme ich jetzt nicht extra. So, die Waffe ist entfettet, die Montageschiene ebenfalls. Jetzt kann ich anfangen mit Kleber. Ich nehme einfach hier mit so einem Ohrstäbchen ein kleines bisschen Kleber auf. Ich nehme da gar nicht viel, da reicht eigentlich ein ganz kleines bisschen. Wie gesagt, eigentlich reicht es sogar, die Montage nur zu verschrauben. So. Man könnte das jetzt über die volle Montageschiene, über die volle Länge der Schiene auftragen. Das mache ich tatsächlich nicht. Ich möchte aber an der Stelle nochmal wiederholen. Ich bin kein Büchsenmacher, ich mache das nur für unsere Waffen und ich erzähle hier nur meine Erfahrungen und so wie ich es mache. Natürlich werden jetzt einige Leute sich hinstellen, die es schon tausendmal gemacht haben und wahrscheinlich einen viel einfacheren und viel besseren Weg finden. Ich weiß nur, dass so wie ich es mache, es funktioniert. So, also dann, der Kleber ist aufgetragen, nicht sehr viel, nur ein kleines bisschen. Und jetzt werde ich das Ganze auf dem Gewehr verschrauben. Bevor ich das jetzt ansetze, nochmal ganz wichtig, auf Nummer sicher geht, ist der Hebel zum späteren Öffnen der Montage auf der linken Seite vom Gewehr. Und dann versuche ich ihn ganz präzise direkt auf die Löcher aufzusetzen. Zack. Gut. Dann nehme ich wieder meinen Torx. Die kleinen Schräubchen. Die kleinen Schräubchen sichere ich dann aber allerdings noch mit Loctite, also mit Gewindesicherung oder Schraubensicherung. Da reicht einfach nur ein ganz, ganz kleiner Klecks ins Gewinde der Schraube, zack.
Das sind 4 Schräubchen. So, die Schraube hat schon ein bisschen Loctite im Glas gerade abbekommen. Muss jetzt nicht nochmal extra was dran klaren. So. Die Schrauben handfest anziehen. Ich sag mal, handfest reicht eigentlich. Wenn man es so mit im Guten nicht weiter gedreht bekommt, dann ist das schon ausreichend. Der Kleber und die Schraubensicherung helfen da natürlich dann auch später. Gut. Damit ist die Grundschiene auf der Waffe montiert und ich kann jetzt das Zielfernrohr mit der oberen Schiene verbinden. Dafür stelle ich die Waffe beiseite. Das ist die Oberschiene, das ist das Zielfernrohr, das ich montieren möchte. An der Stelle kann ich auch sagen, das Zielfernrohr ist ebenfalls fabrikneu, da sind auch keine Montagespuren oder irgendwas dran oder auch keine Klebereste oder irgendwas, was ich erst wegmachen müsste. Wir werden häufig darauf angesprochen, warum wir eigentlich nur Gläser mit Schiene führen. Viele von euch wissen, es gibt ja die verschiedenen Montagemöglichkeiten. Es gibt einmal das, wie wir es haben, mit der Schiene unterm Zielfernrohr oder dann, dass man das Zielfernrohr auch mit Ringen montiert. Ich persönlich bin kein großer Fan von den Ringen, das ist mein persönlicher Geschmack. Wie gesagt, da gibt es viele Meinungen zu. Eins ist Fakt, dass es mit der Schiene extrem einfach zu montieren ist. Ich habe schon ein paar Mal Waffen in der Hand gedrückt bekommen irgendwo, die ich dann in Anschlag genommen und gedacht habe, okay, ich glaube, das Zielfernrohr sitzt irgendwie schief auf der Waffe. Das liegt dann in der Regel daran, dass das Zielfernrohr in den Ringen einfach ein bisschen verkantet ist und nicht ja, perfekt gerade. Das kann mit einer Schiene eigentlich nicht passieren. Gut, an der Stelle soll das dazu gewesen sein, zur Schiene. Wir benutzen eigentlich nur die Schiene. Das ist ein Z8i von Swarovski und hier drunter ist eine Swarovski Rail, also die Schiene ist von Swarovski. Das Oberteil der Dentlermontage hat hier genau passende Ausfräsungen oder eine perfekt passende Schiene, die in die Schiene der Swarovski Rail perfekt reinpasst. Dazu muss ich jetzt aber allerdings erst einmal diese Schuhe lösen. Dazu brauche ich einen 20er Torx und kann schrauben. So, da nehme ich wieder mein kleines Schnapsglas, da kommt die Schraube rein und auch der Schuh. Davon gibt es 3 Stück. Jetzt noch 2 viel mehr. Zack, zack. Und jetzt kann ich schon sehen, die Schiene des Swarovski, die Schiene der Dentlermontage, die kann ich jetzt einfach ineinander legen. Und das passt wie angegossen. Perfekt. Es ist entscheidend, wie ich die Schiene unter dem Glas montiere. Das hat was mit dem Augenabstand zu tun. Ich nehme jetzt die Waffe wieder hinzu. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ich die Schiene am Zielfernrohr sehr weit vorne ansetze, dann habe ich einen relativ geringen Augenabstand. Setze ich die Schiene etwas weiter hinten an, zack, habe ich einen deutlich größeren Augenabstand. Ich für mich weiß, dass ich einen relativ großen Augenabstand haben möchte. Das passt bei mir immer sehr gut. Und ich kann jetzt auch einfach mal so mal durchgucken und sehe, jo, das gefällt mir sehr gut. Der Augenabstand gefällt mir sehr gut. Und es ist jetzt quasi der größte Augenabstand, der an der Stelle möglich wäre. Waffe kann wieder weg. Montageschiene runter. So, jetzt möchte ich diese Schuhe in die Montage einbauen. Das Ganze ist auch kinderleicht. Anders ausgewählt ist hier hinten diese Vergrößerung. Da kann ich diese Schuhe einfach reinlegen. Und nach vorne in die Schiene hineinschieben. Zack. Da habe ich mich gerade ein bisschen dusselig angestellt. So, jetzt habe ich die 3 Schuhe in der Montage. Und das ist jetzt eigentlich der
fummeligste Teil, sag ich mal, an der ganzen Arbeit. Darauf achten. Hier soll später der Hebel sein, mit dem man die Montage öffnen möchte oder kann. Der muss natürlich auch wieder auf der linken Seite sein, wie vorher schon bei der Waffe. Also so. Und jetzt muss ich diese Schuhe unter der Schiene genau so hinlegen, dass sie mit den Löchern in der Montageschiene zusammenpassen. Das ist aber gar nicht so schwer. Dazu lege ich einfach die Montageschiene neben das Zielfernrohr und schiebe die Schuhe so passend hin. Also dann lege ich die Schiene rauf. Und es passt. Jetzt nehme ich mir die Schrauben. Und setze die Schrauben schon mal in die dafür vorgesehenen Schuhe ein. Wie gesagt, beim ersten Mal anschrauben nehme ich noch keinen Kleber. In diesem Fall würde ich auch wieder Loctite nehmen, also Schraubensicherung. Ich probiere es erst einmal ohne aus. Guck, ob alles passt. Ganz hervorragend. Das ist schon jetzt schon bombenfest. Ast rein. Jetzt nehme ich die Schrauben einen nach der nächsten wieder heraus und sichere sie mit Schraubensicherung. Da reicht ein Tropfen. Rein mit dir. Wichtig ist, das Anziehen der Schrauben nicht gleich richtig festmachen. Nur so weit, dass es sich dann nicht sofort ganz leicht weiter dreht. Zack, Schraubensicherung drauf. Und rein. So, jetzt sind alle drei Schrauben drin. Jetzt kann ich sie handfest nachziehen. Wie gesagt, 5 Newtonmeter ungefähr. Ich habe kein Spezialwerkzeug hier, mit dem man das richtig messen könnte. Ich weiß nur, handfest ist eigentlich vollkommen okay. So, das sieht gut aus. Damit ist das Oberteil der Montage jetzt auch fest am Zielfernrohr fixiert. Und jetzt kann ich quasi die Waffe und das Zielfernrohr miteinander verbinden. Dazu mache ich mir erstmal Platz hier. Gerade alles nicht. So, da ist die Waffe. Da ist das Zielfernrohr. Jetzt kann ich das Zielfernrohr einfach auf die Montageschiene aufsetzen. Zack. Und es ist jetzt schon passend auf der Montage drauf. Jetzt muss ich allerdings den Verschluss der Montage anpassen. Das ist dieses Rädchen hier. Das kann ich jetzt drehen. Und ihr seht, das geht jetzt noch sehr, sehr leicht zu drehen. Und das Glas sitzt dann noch nicht hundertprozentig fest. Aber es ist schon drauf. Ich krieg's schon nicht mehr normal ab. Deshalb muss ich jetzt erst was anpassen an der Montage. Und das ist auch ganz einfach. Dazu Montageschiene auf. So. Dieser Noppel hier, der ist dafür entscheidend, dass die Waffe gerade noch gekippelt hat. Den kann ich rein- oder rausdrehen, um festzustellen oder um die Montage dann fester zu stellen. Ich würde ihn jetzt ein bisschen reindrehen, setze ihn dann wieder auf und dann muss ich es einfach nur ausprobieren, passt es oder passt es noch nicht. Ich habe ihn jetzt 2 Umdrehungen reingedreht. Das war zu viel. Drehen wir ein Stück raus. 1 Umdrehung. Aha. Immer noch ein kleines bisschen zu viel. So,
Beim vierten Versuch scheint es perfekt zu klappen. Ich brauche ein bisschen Kraft, um den Verschluss zu schließen, aber es geht problemlos. Und auch öffnen ist kein Problem und auch nochmal schließen kein Problem. Tatsächlich ist es so, es ist an dieser Stelle nicht relevant, ob ich den richtig mit Gewalt zukriege oder er ganz einfach zugeht. Wichtig ist, man muss merken, okay, man baut Spannung auf und wenn man Spannung aufbaut, dann reicht das auch. Es ist also egal, ob ich den richtig mit Gewalt aufkriegen muss oder ob das relativ einfach geht. Denn im Prinzip sorgt dieser Hebel dafür, dass das Oberteil der Montage an das Unterteil runter rangezogen wird und nach vorne geschoben wird. So, das passt jetzt. Jetzt muss ich allerdings diese kleine Noppe, die ich euch ja gezeigt habe, also diese kleine Schraube, diese hier, die muss ich jetzt erstmal sichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür brauche ich einen ganz, ganz kleinen Imbus. Ein 2-0er Imbus, um genau zu sein. Das musste ich gerade auch erstmal ausprobieren. Den stecke ich einfach in diese kleine Narben-Maden. Ich sage mal Narbenschraube, das ist eigentlich Madenschraube. Stecke ich einfach rein und drehe ihn fest, bis er richtig fest sitzt. So. Jetzt. So. Jetzt hat auch diese Madenschraube richtig Halt, ist richtig festgezogen. Jetzt kann ich das Glas aufsetzen, die Montage schließen, zack, und fertig ist die Waffe montiert. Fertig zum Einschießen, nach 12 Stunden braucht man Kleber, um richtig auszuhärten. Ja, an der Stelle kann ich nur sagen, ich bin damit äußerst zufrieden. Die Dentler-Montage hat uns bis jetzt nie im Stich gelassen, ist kinderleicht zu montieren, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich bin einfach Fan davon. Jetzt geht's zum Schießstand, die Waffe einschießen, das ist eine im Kaliber 223 und dann ist die Waffe auch schon einsatzbereit. Und an der Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, ich bin kein Büchsenmacher, ich bin kein gelernter Büchsenmacher, ich mache das nur für meine eigenen Waffen, ich mache das nicht für irgendwelche anderen Leute. Ich mag es, das für meine eigenen Waffen selber zu machen, denn wenn irgendwann mal irgendwas nicht stimmt, dann brauche ich den Fehler nicht bei anderen Personen zu suchen, sondern der Fehler liegt bei mir und das weiß ich dann. 100 Pro werden sich Leute finden im Internet, die das 10-mal besser können, die Tricks kennen, die ich nicht kenne, und vor allem die viel genauer wissen, was sie da tun. An der Stelle kann ich nur sagen, an die Leute habe ich den höchsten Respekt. Ich mache es für mich so und ich habe schon einige Waffen so montiert und die funktionieren bis heute alle tadellos. In dem Sinne wünsche ich euch ja, viel Freude mit dem Video, hattet ihr ja hoffentlich schon. Kräftiges Weidmannsheil, euer Gerold von den Hunter Brothers.